Hallo zusammen. Ich war heute auf dem Flug von Stuttgart nach Dublin und da hatte ich einfach dieses Bedürfnis auf einmal in mir verspürt, dass ich mal etwas zu dem Thema Fibromyalgie sagen möchte. Also mit circa 39, 40 Jahren hat es bei mir angefangen, das so richtig zu spüren. Es ist aber ein bisschen so, wie wenn man Frosch langsam erhitzt. Ihr kennt das ja sicherlich, diese Geschichte. Dann springt der nicht raus, selbst dann, wenn es eigentlich schon zu heiß ist, weil das Wasser sich so langsam erwärmt, dass er gar nicht so richtig mitkriegt, wie es immer heißer wird. Und dann am Schluss kann er dann immer rausspringen. Und so ist es, das auch ein bisschen zu vergleichen mit Krankheiten, die man hat, wo man erst so einen Ticken später merkt, dass man sie eigentlich hat. Eigentlich meistens dann, wenn sie schon über so einem kritischen Punkt sind, um das Problem, sage ich mal, rechtzeitig noch abzuwenden. Und dann erkennt man das und dann weiß man, aha, man hat eine Krankheit. Bei mir war das damals so. Soweit ich nämlich zurückdenken kann, ist es wirklich so dieser ausschlaggebende Punkt gewesen, als ich ein Badmintonspiel hatte und ich merkte, dass meine Schulter so unglaublich schmerzte. Das war damals sicherlich aber auch zusammenhängend natürlich mit einer Kalkschulter, was in dem Sinn nichts mit der Fibromyalgie zu tun hat. Und dennoch, gleichzeitig war es aber auch so, dass also furchtbare Kreuzschmerzen aufkamen und das war, sage ich jetzt mal, früher nicht so stark, obwohl ich quasi schon seit meiner Kindheit Rücken- und Kreuzschmerzen hatte, aber eben halt auch während dem Schlafen, beziehungsweise insbesondere also in der Nacht und am Morgen dann mit ganz schlimmen Schmerzen quasi aufgestanden bin. Und das hat natürlich dann auch wiederum zu schlimmen Schlafproblemen geführt, immer in der Kombination mit diesen Kreuzschmerzen. Dazu sollte ich vielleicht noch sagen, dass ich schon als Kind schlimmste Rückenschmerzen hatte. Ich hatte auch viel gearbeitet und so weiter und hatte aber damals ja schon ganz schlimme Schmerzen verspürt. Hatte da auch schon alles Mögliche damals ausprobiert, aber in diesem kurzen ersten Filmchen über Fibromyalgie will ich jetzt eigentlich weniger über das reden, was ich dann alles gemacht habe, sondern jetzt zunächst mal eher über die Auswirkungen und die Symptome, die ich selbst halt verspürt habe. Ja, damals war das jedenfalls als Kind, hat sich damals schon herausgestellt, dass ich so eine Skoliose habe. Nicht besonders ausgeprägt im Übrigen und trotzdem habe ich damals schon sehr, sehr viel Schmerzen gehabt. Insbesondere dann, wenn ich meinen Körper überbeansprucht hatte. Und ich sage das jetzt nur auch nochmal in diesem Bild mit dem Frosch. Also es waren sicherlich viele Dinge, die auch schon vor ich 40 Jahre alt war, passiert sind und sogar wahrscheinlich schon als Kind. Und ich habe jetzt einiges gelesen und angehört und höre immer wieder die Zahl, ab so 40 ist es typisch, dass man Fibromyalgie bekommt. Und ich muss nur sagen, bei mir war es exakt dieses Alter eben, 39 vielleicht, 40, wo ich das so gespürt hatte. Aber vermutlich war schon viel auch davor. Und dann, als das Leiden so mit 40 so richtig begonnen hat, damals war ich wieder mit einer Partnerin zusammen, dann auch eigentlich auch gerade eigentlich relativ schnell dann auch geheiratet. Das half mir dann damals tatsächlich, um mich von meinen Schmerzen so abzulenken. Das kann ich mich noch gut erinnern. Natürlich nicht zu 100%, aber wir heiraten dann, wie ich gesagt habe, und das half sicherlich eine ganze Menge, um zumindest, sage ich jetzt mal, diese Schmerzen nicht mehr so wahrzunehmen, nicht mehr so im Vordergrund zu haben, zumindest zunächst. Und trotzdem nahmen die Schmerzen dann leider wieder zu. Insbesondere ist es so, dass die Partnerschaft leider dann auch nicht besonders lange angedauert hat und relativ schnell dann, sagen wir mal, relativ gesehen, auch schon ja, erste Stresssituationen auch aufkamen und die Schmerzen wurden dann relativ schnell schlimm, so dass ich so schlimm sogar, dass ich dann Zeiten hatte, wo ich nicht mal mehr als eine Stunde schlafen konnte, um dann rauszugehen, um Yoga zu machen.
weil ich dadurch die Schmerzen wenigstens einigermaßen wieder in den Griff bekam und dann dadurch zumindest mal wieder ein bisschen weiter schlafen konnte. Und als dann dieser ganze Trennungsprozess weiterging und unsere Ehe zu Bruch ging, da hat es dann, ja, das Ganze war, muss ich dazu sagen, eine relativ lange Zeit. Es waren circa 2 Jahre quasi dieser Trennungsprozess. Da merkte ich eigentlich in jeder einzelnen Diskussion, in jeder einzelnen Auseinandersetzung, die wir als Paar hatten, buchstäblich, wie dort richtiges Feuer, und zwar im negativen Sinne, im zerstörenden Sinne, in meinem Körper gebrannt hat und weggebrannt hat. Im Prinzip ein Feuer, das die ganzen Phasen in meinem gesamten Körper ja, aufgekommen ist. Also das ist innerhalb von Millisekunden quasi bei dem entsprechenden Gespräch oder wenn irgendwo was Negatives war, dass ich dann direkt in entsprechende Schmerzpunkte wiedergespiegelt hat. Allerdings, wenn ich Schmerzpunkte sage, ist das eigentlich schon wieder falsch, weil Feuer passt da schon besser, weil das wirklich durch alle Fasern an allen Ecken meinem Körper war. Aber es war halt eben so, dass man sagen konnte, also jedes einzelne Wort, jedes einzelne negative Wort von mir selber oder vom Partner, das ist jetzt auch egal, es geht hier gar nicht um darüber zu reden, über die Trennung als solche, sondern jedes einzelne Wort hat sich buchstäblich irgendwo auch in der Faser, in den Muskelfasern negativ sofort bemerkbar gemacht, ja, in Form von Schmerzen, in Form von schlimmen Schmerzen. Und es half dann damals auch nicht besonders, dass ich damals einen Job hatte, mit dem ich beruflich nicht so, also beruflich, in dem ich nicht so glücklich war. Ich war im Vertrieb. Das habe ich zwar gut gemacht, auch von dem, was mir meine Chefs und meine Kollegen bestätigt hatten. Allerdings hat mir der Job als solches sehr hart zugesetzt. Und ich musste damals auch viel unterwegs sein und Auto fahren. Und ja, einfach dieser Druck zusammen mit dieser Belastung auch des ständigen Unterwegsseins, ja, hat mir damals zusätzlich sozusagen Schmerzen eingebracht. Ich muss sagen, dass ja, der Vertriebsjob, so wie ich den wahrgenommen hatte, hatte zwar sehr viel Positives, habe so auch sehr viel gelernt und trotzdem empfand ich mich unter unglaublich starkem Zahlendruck liefern zu müssen, entsprechende Zahlen liefern zu müssen oder in Erklärungsnot zu kommen, warum man sie nicht liefern kann. Und das wirkte sich natürlich auch unmittelbar in meinem Körper aus. Ich habe den Job als solches trotz allem, muss ich sagen, gut gemacht, habe auch gute Zahlen erreicht, aber es kommt ja mehr auf das Gefühl als solches an. Ich habe aber damals, muss ich auch schon sagen, mich selbst schon als sehr, sehr dünnhäutig wahrgenommen. Habe also gemerkt, wie schnell ich reagiere, wenn es irgendwo mal Schwierigkeiten gibt und hatte das damals auch direkt angesprochen, auch dem Management oder den Kollegen gegenüber. Einfach als Erklärung, meistens sogar bevor irgendwo was aufgekommen ist, dass wenn ich da irgendwo mal etwas dünnhäutig rüberkomme, dass die das auch gleich einordnen können. Und ich muss sagen, seitdem ich gehe jetzt nochmal zurück auf die Zahl 40 bin, kenne ich eigentlich einen schmerzfreien Zustand so gut wie gar nicht mehr. Ich habe zwar heute durchaus Phasen, wo ich fast schmerzfrei bin oder sagen wir mal stundenweise schmerzfrei bin oder auch mal jetzt in den letzten ein, 2 Jahren schon mal tageweise schmerzfrei bin, aber so völlig und total entspannt kenne ich eigentlich gar nicht mehr. Und also inzwischen muss ich wirklich sagen, habe ich alles Mögliche durchgemacht und erlebt und ja, bin eigentlich durchgängig auch nicht mehr fähig sozusagen einen durchgängigen Schlaf zu haben. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich seit ich 40 bin mal eine Nacht komplett
durchgeschlafen habe. Also wenn, dann war das vielleicht ein einziges Mal, dann hätte es auch entsprechende Gründe dafür gegeben, auf die ich nicht eingehen möchte. Aber ich, ganz ehrlich, ich glaube, wenn überhaupt, dann waren es nur ein, zwei, maximal 3 Tage, seitdem ich 40 bin, dass ich, und selbst dann nicht wirklich zu 100% durchgeschlafen, ohne Pause, sondern vielleicht einmal auf die Toilette gehen. Dazwischen drin war Minimum drin. Aber das ist ja dann okay. Aber meistens ist es so, dass ich mehr als 2 Stunden am Stück nicht hinbekomme. Es gibt dann auch Zeiten, wo ich schmerzende Stiche im Körper habe. Das ist nicht so häufig, muss ich sagen. Die gehen dann auch wieder weg. Was ich allerdings sagen muss, ist, dass die Schmerzen, um das jetzt einfach nochmal genauer zu beschreiben, bis hin zu den in die Zehen sein können. In den Knien natürlich, ganz klar. Am gesamten Oberkörper, also am gesamten, also von der Hüfte, die bei mir momentan jetzt ganz, ganz stark Schwierigkeiten bereitet, im Becken, im unteren und mittleren und oberen Rücken, also Rücken, Kreuz, alles komplett. Die Schmerzen wandern auch sehr, muss ich sagen. Ich hatte Zeiten, wo ich ganz schlimme Schmerzen hatte in den Schultern. Ich hatte vorher auch, Entschuldigung, die Schmerzen, oder die Schmerzen erwähnt, aufgrund einer Kalkschulter. Aber auch sonst ist es für mich fast unerklärlich, wie man komplett schmerzfrei in den Schultern sein kann. Ich habe schlimmste Schmerzen schon in den Nacken gehabt, der grundsätzlich immer sehr sensibel ist. Und das Ganze ist eigentlich immer in abwechselnder und relativ zufälliger Reihenfolge, meint man fast. Allerdings muss ich sagen, ja, wenn es einen Windzug gibt, das ist so ein Beispiel, wenn es Windzug gibt, dann weiß ich sofort, der setzt mich schachmatt. Also wenn es irgendwo einen Zug gibt, bekomme ich im Prinzip innerhalb von Minuten einen steifen Hals. Und wenn ich es dann sofort wahrnehme, kann ich das quasi noch abwenden, indem ich versuche, den Windzug abzustellen. Und dann geht es dann meistens auch wieder zurück. Aber wenn es dann länger anhaltend ist, dann ist es eigentlich schon zu spät. Was nicht heißt, dass ich keine frische Luft mag, ganz bestimmt nicht. Ja, aber Luftzüge tun mir überhaupt gar nicht gut. Im Übrigen ist Kälte für mich ein ganz großes Problem. Ich habe ständig kalte Füße. Eigentlich fast immer, selbst an Sommerabenden muss ich sagen, überhaupt ist so, dass mir Kälte einfach unglaublich zusetzt. Und ich sage jetzt mal, meine damalige Partnerin, auch meine Tochter, konnten es mit mir dort nie aushalten, weil natürlich im Auto oder auch in der Wohnung teilweise so viel Wärme war, weil ich natürlich immer volle Heizung habe. Da ist es mir natürlich klar, für die anderen ist es schwer auszuhalten. Nichtsdestotrotz ist es einfach für mich so, dass ich ständig friere. Und das hat sich jetzt ein bisschen gebessert, aber dann wäre ich wieder bei dem Thema, was ich denn gegen sozusagen diese ganzen Symptome tue. Und wie gesagt, darauf möchte ich jetzt momentan mal noch nicht eingehen. Was ich sagen muss, was mir in den letzten Monaten aufgefallen ist, und auch da wiederum, wenn ich es jetzt genauer überlege, ist es schon länger her, aber in den letzten Monaten hat es einfach komplett überhand genommen, ist diese wahnsinnige Müdigkeit, die mich befällt, teilweise fast wirklich buchstäblich überfällt, also wie so eine Attacke. Und natürlich rührt es auch daher oder kann natürlich auch daher rühren, weil ich einfach grundsätzlich fast nie schlafe. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich versuche, dieses Fehlen eines durchgängigen Schlafs nachzuholen, indem ich dann immer wieder mal mich hinlege. Kann aber definitiv sagen, dass es einfach so ist, dass es ja nicht sein kann, dass ich dann trotzdem auch trotzdem noch müde bin. Und ich muss natürlich auch öfters auf die Toilette gehen. Da könnte man sagen, naja, das ist vielleicht normal in dem Alter für Männer. Aber jetzt mal abgesehen von der Blasenentzündung, die ich mal hatte, denke ich, dass es sehr wohl auch das zumindest zum Teil in dem Zusammenhang von einer Fibromyalgie mit stehen
dass es das vielleicht auch im Zusammenhang dort zu setzen ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber nochmal zur ständigen Müdigkeit. Da kommt natürlich dazu, dass es nicht nur einfach Müdigkeit ist, sondern danach letzten Endes halt einfach diese wahnsinnige Erschöpfung, die ich habe. Und das heißt einfach, dass mir zunehmend die Kraft und ganz viel Energie fehlt, die ich eigentlich habe, vom Naturell her habe. Bringe ich auch unheimlich viel Energie mit? Kann ich auch unglaublich viel Energie in was reinstecken? Muss ich dazu sagen, vielleicht, ich habe einen sehr niedrigen Blutdruck schon seit Jahren, seit vielen Jahren. Das haben mir die Ärzte immer wieder bescheinigt sozusagen. Deswegen weiß ich auch, dass ich natürlich noch zusätzlich müde bin und so weiter. Ich habe damit gelernt, Haus zu halten mit der fehlenden Energie und ja, trotzdem ist es so, dass ich merke einfach, dass das Ganze, diese Müdigkeit, diese Erschöpfung zusammen wahrscheinlich auch wiederum die Ursache sind für ein weiteres Symptom, nämlich das, was ich vorher schon angesprochen habe, nämlich diese Dünnhäutigkeit. Das heißt, wenn man müde wird oder wenn man ständig müde ist, dann ist es natürlich nichts anderes oder dann ist man natürlich auch. Oder dieser fehlende Schlaf führt zu dieser Erschöpftheit und dann natürlich aber auch zu einer gewissen Dünnhäutigkeit. Ich sage jetzt bewusst nicht Gereiztheit in dem Sinne, weil ich auch nicht weiß, inwiefern sich das immer auch nach außen wirkt, aber innen drin weiß ich ganz genau, dass ich extrem dünnhäutig und empfindlich bin. Natürlich gegenüber anderen Menschen und aber auch gegenüber selbst extrem hellem Licht oder starker Sonneneinstrahlung. Ich mag die Sonne über alles und vor allem die Wärme tut mir unglaublich gut. Aber so Einflussfaktoren wie jetzt zum Beispiel sehr grelles Licht oder auch Lärm zum Beispiel bis hin zu Unordnung, die machen mir unglaublich viel aus. Und das kann man natürlich meiner Meinung nach alles in diesem Zusammenhang sehen, dass ich eben mich selbst als sehr dünnhäutig empfinde. Ich denke schon von allem, was ich jetzt auch noch mal gelesen habe, das, was ich jetzt sage, das ist einfach das, was ich habe, was ich empfinde. Ob das alles mit Fibromyalgie zusammenhängt, ist natürlich dann noch mal eine andere Frage. Aber interessant ist jedenfalls, dass das, was ich jetzt gerade eben beschreibe, zum allergrößten Teil habe ich auch in Vorträgen gehört oder gelesen, dass das sehr passend ist eigentlich zu dem Krankheitsbild Fibromyalgie. Allgemein ist es so, dass ich psychisch mehr oder weniger stabil bin. Kann ich jetzt einfach nicht anders sagen von mir. Es ist nicht so, dass ich mich als psychisch labil empfinde. Es ist interessant, dass offensichtlich Fibromyalgie natürlich relativ schnell auch von den Leuten, insbesondere die sich nicht so sehr damit beschäftigt haben, die vielleicht auch gar nicht wissen, dass es Fibromyalgie gibt, aber die halt mich oder solche Leute wie mich ansehen, dass sie das gleich in die psychosomatische Ecke einfach erstmal abstempeln. Und es ist natürlich sicherlich so, dass ich sagen wir, psychische Problemfelder habe, ganz bestimmt. Und diese setzen natürlich dann sofort auch diese ganzen Symptome, die aus der Fibrom kommen, sofort in Gang und verstärken die Auswirkungen dann auf unterschiedlichste Art und Weise. Und trotzdem muss ich ehrlich sagen, jetzt, dass sozusagen die reine Psychosomatik da hinter dem Krankheitsbild steckt, also quasi nur die Psyche dafür verantwortlich ist. Das wäre mir wirklich viel zu kurz gesprungen und könnte ich von meinem eigenen Gefühl her einfach auch gar nicht festmachen. Ich habe auch schon Leute jetzt gehört, es war sogar eine Ärztin, die das bei YouTube gesagt hat, die meinte, dass es im Prinzip lediglich eine Mangelerscheinung ist, also eine Fehlen von Bewegung, also fehlende Bewegung letzten Endes die Ursache ist sozusagen für die Fibromyalgie. Tut mir leid, da kann ich echt nur lachen. Vor allem bei der Ärztin, wenn man sich die angeschaut hat, also dann kann ich sagen, dass ich wahrscheinlich
10 bis 20 Mal so viel mich bewegt wie die Frau. Aber wie gesagt, das ist dann, was ich gemacht habe eigentlich jetzt in den letzten 10 Jahren. Ich bin jetzt 50, also quasi vor 10 Jahren hat es angefangen, dann, was ich alles dazu gemacht habe. Wie gesagt, da spreche ich dann in einem anderen Video noch. Was für mich allerdings, muss ich sagen, das aller Schlimmste ist von allem überhaupt für in Sachen den Auswirkungen, die ich habe, jetzt mal abgesehen von diesen ständigen Schmerzen irgendwo sagen wir, am Rücken oder am Kreuz oder am Nacken, ist eigentlich immer, sind immer irgendwelche Schmerzen. Natürlich nagt es an der Energie und allem, aber das Allerschlimmste, wirklich das Allerschlimmste, ist immer dann, wenn ich eine Erkältung bekomme. Ich bin unglaublich sensitiv, bin unglaublich schnell erkältet. Ich habe es geschafft, das ist auch wiederum nicht so häufig mehr eine Erkältung zu bekommen. Aber wie gesagt, das geht jetzt mehr in diese Richtung, was ich alles tue. Aber wenn ich, sage ich mal, von jemandem angesteckt werden kann, dann mein Immunsystem scheint dort sehr labil zu sein, sage ich jetzt mal. Und dann entwickelt sich etwas sehr Grausames. Auch da ist es, muss ich sagen, meine damalige Frau und auch viele andere, glaube ich, haben sich da schon schwer getan, dann mich zu sehen, im Sinne von, wie kann der Imi da so ein Trara draus machen, sage ich jetzt mal, so ein Drama draus machen, aus so einer einfachen Erkältung. Und erst nach in den letzten Jahren, wo ich das ein bisschen beobachtet habe, als Kind habe ich das ohnehin nicht, als Jugendlicher auch nicht, auch die Jahre zwischen 20 und 40 war das für mich jetzt auch nicht so ein ganz großes Problem, aber danach habe ich einfach mehr und mehr auch die Leute beobachtet, wenn sie krank geworden sind. Und heute kann ich verstehen, warum eigentlich Leute sich vielleicht auch schwer tun, mich, wenn ich eine ganz normal, ich in Anführungszeichen, eine Erkältung habe, wenn sie dann zu mir sagen, ja, sie wissen gar nicht, warum ich da sozusagen so ein großes Drama draus mache. Aber, und selbst meine Tochter, muss ich sagen, hat sich immer wieder gewundert, über diesen Zustand. Aber Tatsache ist, dass ich bei einer Erkältung, ich sag's jetzt mal wirklich so, durch die Hölle gehe. Ich gehe wirklich durch die Hölle und ich übertreibe da zumindest bei den meisten Erkältungen, die ich erlebt habe, nicht. Es ist für mich mit unglaublich schlimmen und vielen Schmerzen am ganzen Körper verbunden, bis zu dem, dass ich fantasiere. Und bis zu dem, dass ich mir wirklich nicht mehr helfen weiß und manchmal echt den Lebensmut sogar verliere. Also ja, es ist jedenfalls so, dass, jetzt muss ich mal kurz geschwind nochmal den Gedankenstrang mir nochmal überlegen. Also es ist jedenfalls so, dass sich eine Erkältung bei mir anders auswirkt, habe ich einfach den Eindruck, wie bei einer normalen Erkältung. Und ich kann das insbesondere deswegen sagen, weil es inzwischen auch schon mal ein, zweimal Zeiten gab, wo ich in Anführungszeichen eine normale Erkältung erlebt habe. Und es ist nicht nur so, dass ich extrem schnell angesteckt bin, sondern die Erkältungskrankheit dann auch meist sehr lange andauert. Und ich hatte einmal ein ganzes Jahr lang Halsschmerzen. Das ist kein Witz. Ein ganzes Jahr lang ohne Unterbrechung Halsschmerzen. Da passiert natürlich auch was im Kopf und da versucht man dann auch danach unglaublich viele Maßnahmen zu treffen, dass sowas nicht mehr passiert. Und ich sage jetzt mal, da setzt es natürlich psychisch schon kräftig ein und entwickelt auch sozusagen Schutzmechanismen, die dann teilweise auch in vielleicht auch eine übertriebene Richtung gehen. Ja,
Insgesamt muss ich sagen, dass einfach meine Abwehrkräfte ein großes Thema sind. Und seitdem ich gehört habe, dass das bei der Fibromyalgie allgemein auch so ein Thema ist, denke ich, kann ich das einfach viel, viel besser zuordnen. Was ich vielleicht auch noch erwähnen kann, weil ich hatte jetzt das einfach beschrieben mit durch die Hölle gehen. Und es ist auch schwierig, das zu beschreiben, aber ich bin da einfach in einem, ich sag mal, in einem Zustand, wo es nicht einfach nur geht, ein bisschen Husten zu haben, ein bisschen Halsweh zu haben, was noch, ein bisschen Kopfweh zu haben, sondern es geht mehr um diese Gesamtschmerz am ganzen Körper. Und dann noch so ein paar Kleinigkeiten vielleicht. Ich habe natürlich auch dann teilweise einen sehr, sehr trockenen Mund. Da gibt es aber auch schon mal einen Trick, den verrate ich jetzt einfach auch schon mal. Da habe ich für mich selber gefunden, dass Grapefruitsaft unglaublich gut da hilft, um den Mund wieder wässrig zu machen. Ich glaube, dass das mit dem trockenen Mund wahrscheinlich jetzt nichts mit Fibro zu tun hat, aber das ist jetzt einfach mal so eine Feststellung von mir. Und dann natürlich als eine der letzten Phasen, meistens bei einer Erkältung, ist es ja so, dass man sehr, sehr viel oder dass man hustet. Und bei mir ist es halt sehr, sehr viel und besonders lange. Also es dauert sehr besonders lange, würde ich mal sagen. Und ansonsten muss ich sagen, ist es bei mir so, dass ich eigentlich kein Mensch bin, der besonders schlimme oder viele Kopfschmerzen hatte, aber das ist bei mir, entwickelt sich das auch zu einem Thema, dass wenn ich Kopfschmerzen bekomme, dann die Kopfschmerzen sehr, sehr massiv auftreten. Also ob das, wie gesagt, alles mit der Fibro zusammenhängt, kann ich nicht sagen. Aber hier ist sicherlich von meiner Seite aus zu bemerken, dass ich früher nie so stark, also wenn Kopfschmerzen da waren, die waren halt nicht so stark. Ich hatte auch schon Lähmungen im Schienbein, die Gott sei Dank nach einigen Tagen dann wieder weggingen. Da bin ich sehr froh darüber. Und ansonsten gibt es natürlich das auch, insbesondere in meinen Armen, dass ich teilweise ein sehr, sehr großes Müdigkeitsgefühl habe. Das Gleiche kenne ich auch aus meinen Beinen, aber bei meinen Armen kenne ich das noch, noch viel, viel mehr. Es scheint dann wirklich so, oder es ist dann so, dass das dann dort so ein großes Müdigkeitsgefühl ist, in mir das immer noch mal zusätzlich Energie raussaugt, also zusätzlich zu dem, dass ich ohnehin als solches müde bin. Und diese Schmerzen, die ja auch eigentlich ständig da sind, dann stresst es natürlich insgesamt doch schon sehr und erklärt wahrscheinlich auch für alle ja, diese Dünnhäutigkeit. Dann also möchte ich noch dazu sagen, dass es mir heute relativ gut geht. Und es ist meistens so, jetzt ganz aktuell komme ich eigentlich von einer Erkältung her, aber wie gesagt, das inzwischen auch schon wieder sehr gut. Und versuche eigentlich dann immer, wenn es mir gut geht, fleißig Sport zu machen, mich zu bewegen, mich fast immer hin und her irgendwie zu bewegen. Und das geht dann halt immer nur so weit, wie eben ich halt Energie habe. Und dann geht nichts mehr. Und dann ist es wirklich, und ich merke das ganz genau, dann ist der Sprit aus. Dann steht das Auto da und dann fährt es auch keinen Meter mehr weiter, sage ich jetzt mal. Und dann ist es auch so, wenn man dann wieder auftankt, ich verwende jetzt einfach mal die Analogie, dann brauche ich trotzdem sehr lange, bis ich wieder in Gang komme. Und das heißt einfach, es ist eben dann halt leider nicht mehr in der Analogie, dann fährt das Auto halt wieder, sondern ich brauche schon sehr, sehr lange, bis dann wieder alles ins Getriebe kommt. Und deswegen bin ich sehr, sehr vorsichtig inzwischen, im Sinne von dem, dass ich mich nicht zu sehr überbelaste mit den Aktivitäten, die ich mache. Versuche einfach, quasi, das geht jetzt schon ein bisschen in das, was ich mache, aber einfach lieber über den ganzen Tag verteilt was zu machen. Aber wichtig ist es mir hier an der Stelle von den Symptomen her einfach zu sagen, es ist wirklich so,
dass ich merke, sehr genau merke, wenn der Sprit sozusagen ausgeht und dann ist einfach nichts mehr möglich, dann geht nichts mehr. Und dann kommt meistens dann auch Schwindelgefühle noch mit dazu. Das kann dann so weit gehen, dass es mir dann auch teilweise sehr schlecht wird. Ja, und das Gleiche muss ich sagen, gilt auch für im Übrigen Autofahrten, wo es mir sehr schlecht werden kann. Fürs Fliegen ganz, ganz schlimm. Also ich bin jetzt heute wieder geflogen. Da kann es dann sehr schlimm sein. Und auch selbst bei Bahnfahrten, muss ich sagen, strengt es mich unglaublich an. Überhaupt ist es eigentlich so, dass in jeglicher Ruheposition für mich sehr schlecht ist. Deshalb versuche ich mich ständig zu bewegen. Selbst wenn ich sitze, bewege ich mich immer wieder hin und her, was ich ja vorher schon gesagt habe. Und das ist natürlich dann auch wieder anstrengend und ermüdend, was auch nicht besonders hilft, in Sachen fit zu sein oder nicht eben nicht diese Müdigkeit zu verspüren. In Sachen Magen-Darm habe ich jetzt gehört, haben einige Fibro-Leute Probleme und wird auch immer wieder gesagt, auch in der Fachliteratur. Allerdings muss ich sagen, da habe ich weniger oder gar keine Probleme. Aber wie gesagt, das hängt wahrscheinlich, also ich habe eine Erklärung dafür und ich denke, das hängt mit dem zusammen, was ich ansonsten für oder gegen letzten Endes die Fibromyalgie mache oder um die, zumindest um die Symptome der Fibromyalgie minimal zu halten, was ich da mache. Ich hatte mal eine Zeit, da hatte ich Probleme mit, sagen wir mal, Säure und Reflux, aber das war eigentlich nur eine kurze Geschichte. Abschließend möchte ich noch sagen, jetzt hat es ja relativ lang gedauert. In YouTube habe ich so einen Gründer von einer Community aus Österreich gehört, der die Fibromyalgie damit beschreibt, dass der ganze Körper weint. Und ich muss sagen, das ist eine unglaublich treffende Beschreibung dafür, und spricht mir aus der Seele. Besser kann man, glaube ich, Fibromyalgie nicht auf den Punkt bekommen. Und damit möchte ich jetzt eigentlich auch schließen. Es soll natürlich nicht beim Weinen bleiben und hoffentlich kommt auch ein bisschen rüber, dass ich trotz allem ein Mensch mit viel Energie bin und auch positiv denke. Und deswegen möchte ich gerne in einem separaten Video dann darauf eingehen, was ich denn alles getan habe, um letzten Endes die Fibromyalgie zumindest bei mir einigermaßen im Zaum zu halten, beziehungsweise auch von den Schmerzen her zu reduzieren und damit einfach besser umzugehen. Das ging jetzt alles sehr lange. Bin mal gespannt, ob das sich überhaupt jemand anschaut. Vielen Dank fürs Zuhören und wünsche euch alles Gute.